Hey und ho, meine lieben Bananas, hier ist wieder euer Basti und heute kommen wir mal zu einem kleinen Tutorial von Call of Duty Infinite Warfare. Wir schauen uns heute an, wie du so schnell es nur geht und ohne große Mühe die Nunchucks auf der neuen Map Shaolin Shuffle bekommen kannst. Diese sind quasi die ultimative Wunderwaffe, um euer Überleben auch in hohen Runden ganz einfach auf dieser Map zu gewährleisten. Ich zeige dir, wie du diese noch punchen kannst, zeige dir alle Fähigkeiten, die diese chinesische Kampfinstrument beherbergt und werde dir zeigen, wie du dich mit diesem Stab nahezu mühelos in die hohen Runden kämpfen kannst. Denn auch hier gilt natürlich, Strategie und Movement machen dich zum Bezwinger der Zombiehorden. Anfangen tun wir wie immer natürlich im Anfangsraum. Wichtig zu wissen ist, dass ihr die Nunchucks im Prinzip in jeder beliebigen Runde machen könnt, ohne dass der Schwierigkeitsgrad, sag ich mal, enorm steigen würde. Spielt ihr mit mehreren Spielern, lasst doch einfach einen Zombie am Leben und macht alles in einer Runde fertig. Geht das nicht, teilt es euch einfach Stück für Stück, Rundenende für Rundenende auf. Beginnen wir. Es ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Alles, was du oder ihr tun müsst, ist euer Geld zu sparen und Stück für Stück die Map aufzukaufen. Aufkaufen müsst ihr nahezu jede Tür, die im Umfeld einer der drei Uhren ist, die es auf der Map zu finden gibt. Ich rate euch, kauft die Map einfach komplett frei. Des Weiteren sollte man wissen, wo sich die vier Stromschalter auf der Map befinden. Das macht alles wirklich um vieles, vieles leichter. Wenn ihr dazu ein Tutorial braucht, dann lasst mich dies einfach wissen, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mich darum bemühen. Ab Runde 5 bekommt ihr im Tempel, wo die alte Dame sitzt, eure Fähigkeiten. Nehmt diese auf und setzt die Kung-Fu-Kräfte ein. Auf der Map befinden sich überall verteilt Türen, die ihr mit euren Fähigkeiten auftreten könnt. Ich zeige euch hier ein paar. Entweder sind es alte Holztüren mit vier Symbolen drauf oder Türen mit solchen vierfarbigen Talern, die man quasi überhaupt nicht übersehen kann. Habt ihr dies gemacht, braucht ihr gar nicht mehr so viele Schritte. Das nächste, was ihr tun müsst, ist einfach nur die drei Weckerrätsel zu lösen. Die Wecker befinden sich einmal in der Disco, einmal auf dem Dach der Disco, also bei schneller Nachladen, und der letzte Wecker ist unten bei Doppelfeuer in der U-Bahn-Station. Ihr müsst alle Wecker mit der Aktivierungstaste, also auf der PlayStation zum Beispiel Viereck, einmal aktivieren. Habt ihr einen aktiviert, habt ihr ca. 10 Sekunden Zeit, um zwei Gegenstände zu boxen. Bei dem Wecker auf dem Dach lauft ihr als allererstes einmal zu dem Loch in der Glasscheibe. Hier müsst ihr wirklich sehr, sehr schnell sein. Dreht euch am besten, während ihr euch durch das Loch fallen lasst, schon um 180 Grad rum. Gleich auf der rechten Seite findet ihr das Buch auf einem Tisch liegen. Boxt es schnell und boxt es vor allem genau, nur so funktioniert das Ganze. Nun werdet ihr in der Zeit zurückgedreht und steht vor dem Wecker wieder einmal. Beeilt euch und rennt nach links zum Abgrund, dort liegt das zweite Teil, was ihr ebenfalls boxen müsst. Habt ihr die Aufgabe geschafft, bekommt ihr einen Bestätigungston. Wenn nicht, müsst ihr es einfach in der nächsten Runde noch einmal versuchen. Ihr könnt das Ganze so oft versuchen, wie ihr wollt, müsst halt immer leider nur eine Runde warten. Der zweite Wecker steht unten in der Disco, aktiviert den Wecker und rennt links neben das Portal von Pack-a-Punch. Auf der Holzpalette, den Gegenstand, müsst ihr messern, rennt anschließend direkt weiter durch das Portal und dreht euch nach links. Dort auf der Palette liegt Gegenstand Nummer 2. Auch hier gilt, habt ihr es geschafft, bekommt ihr einen Quittierungston. Wenn nicht, versucht es einfach in der nächsten Runde noch einmal. Der dritte Wecker in der U-Bahn-Station ist natürlich genauso einfach. Auch hier gibt es wieder zwei Teile, die ihr messern müsst. Aktiviert den Wecker und lauft schnurstracks durch den Teleporter links von euch. Haltet euch weiter links und lauft Richtung Bombstoppers. Links auf der Mülltonne liegt das erste Teil. Wow, alles links, 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 links. Seid ihr wieder zurück, lauft über die Bahnschienen zu Bang Bang. Auf dem Boden liegt das nächste Stück. Achtung, es ist das kleine Papier, das ihr messern müsst, nicht das große. Nun ist dieser Schritt auch schon wieder abgeschlossen, falls ihr einen Quittierungston bekommen habt. Falls nicht, versucht es einfach noch einmal in der nächsten Runde. Jetzt müsst ihr einen von vier Fernsehern auf der Map suchen. Die Positionen sind eigentlich nicht schwer, aber ich blende sie hier einfach noch einmal kurz ein. Der erste Fernseher befindet sich bei dem Dach von Racing Stripes, oben bei dem Spawn der RPR Evo.
Der zweite bei Blue Balls vor Packepunch, der dritte in der Bar gegenüber vom Tempel und zu guter Letzt in der U-Bahn-Station im Anfangsraum, also bei Quick Revive. Such den richtigen Fernseher, nur einer ist der richtige für dich. Ihr drückt nun so oft die Bestätigungstaste, bis euer Charakter auf dem Fernseher zu sehen ist. Aber Achtung, warnt eure Mitspieler und seid selbst gerüstet, denn nun spawnen spontan ca. 10 bis 15 Ninja-Zombies. Ich habe an dieser Stelle schon ganz gerne meine gepunchte Anfangswaffe und somit ist das Ganze super, super einfach, wie ich finde. Aber falls nicht, seid auf jeden Fall gewarnt. Sind alle Ninjas down, macht ihr diesen Schritt einfach noch einmal mit demselben Fernseher. Ist die Aufgabe gelöst, geht ihr nun noch kurz hoch zu schneller nachladen, also auf das Dach der Disco, boxt den Wecker, lauft so schnell ihr könnt zum Abgrund, springt herunter und boxt den zweiten Wecker in der Disco, dreht euch rum, lauft nach links in die U-Bahn und boxt den letzten Wecker. Nun erscheint Fire Sale. Ihr rennt also die Treppe wieder hoch, die ihr eben gerade erst runtergerannt seid, und geht an den Waffenschrank. Die Waffe, die ihr dort bekommt, ist dann schon euer gewünschter Nunchuck. Es hört sich viel an, aber wenn ihr es einmal gemacht habt, ist es wirklich super, super leicht und geht locker von der Hand. Ihr könnt den Nunchuck immerhin zweimal noch punchen, was sich wirklich, wirklich lohnt. Ist der doppelt gepuncht, macht er wirklich so lange One-Shot, das ist der absolute Hammer. Um ihn zu punchen, steckt ihn easy peasy in den Packepunch und fertig. Wichtig zu wissen ist noch, dass ihr keine kleinen Horden messern solltet. Denn in diesem Call of Duty haben wir ein sehr, sehr starkes Kommando-Knife, was quasi bedeutet, ihr werdet automatisch in die Horde gesogen und seid direkt down, falls ihr messert. Also sucht euch einen Zombie oder vielleicht zwei oder drei, tastet euch langsam ran an die perfekte Strategie, den perfekten Schlagrhythmus und das perfekte Movement. Das ist auch schon alles. Ich wünsche dir viel Erfolg, lass mich doch mal an deinen Erlebnissen teilhaben und erzähle uns von deinen Erfahrungen mit dem Nunchuck. Des Weiteren, wenn ihr große Probleme mit den Ninja-Zombies habt, schreibt mich persönlich an oder einfach direkt unten in die Kommentare. Ich werde mich dann um ein Video bemühen, um euch zu zeigen, wie ihr euch ganz einfach um die Ninjas kümmern könnt, ohne dass sie euch auch irgendwie gefährlich werden könnten. Oder falls ihr allgemeine Probleme mit dem Movement habt und euch ein paar Tricks abschauen wollt, um länger zu überleben, dann werde ich euch auch gerne dabei helfen. Alles, was du dafür wieder tun musst, ist es mir in den Kommentaren niederzuschreiben und mir zu zeigen, dass du ein Video dazu möchtest. Ich bedanke mich fürs super freundliche Zuschauen von dir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich konnte euch ein bisschen helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif und lasst euch nicht vom nächsten Zomb erwischen. Bis dahin, euer Basti. Ciao.